bedanken. Du bist zu alt, um auf meiner Couch zu schlafen. Außerdem habe ich sie gerade erst bekommen und du sollst sie nicht versauen. Martys Wohnung ist in Oysterbay. Fühlst du dich jetzt besser? Nicht wirklich. Was da gerade gelaufen ist, macht noch lange nicht alles wieder gut. Hey, das, was da alles verbrannt ist, war nur Krempel, Vito. Nur Krempel? Das waren meine Sachen, Joe. Warum glaubst du, mache ich diese ganze Scheiße mit? Boah, das Auto lenkt wie ein Stein, ey. Beute, Häuser. Jetzt darf ich wieder von vorne anfangen. Ich habe mir geschworen, nie wieder arm zu sein. Oder als Hafenratte zu enden, wie mein alter Herr. Ist ja gut, ich verstehe. Keine Sorge, wir lassen uns was einfallen. Du bist in 0,nix wieder auf der Höhe. Bei dir ist das Glas immer halb voll, oder? Hä, hey, den Raffi nicht. Mit dem Glas halb voll, der Raffi nicht. Langsamer, sonst halten sie uns an. Beherrsch dich, ich bin in Eile. Oh, ein geiler Karren, ey. Da würde ich jetzt gerne mitfahren. Hey, du bist gerade bei Rot rüber. Ja und, bist du von der Polizei oder was? So. Was zum Teufel soll das? Hab ich doch gesagt. Das kann nicht. Oh, du Mist. Ah, Junge. Er ist mir entkommen. Jetzt bellt auch mein Hund noch. Junge, was soll das denn, Alter? Schon wieder die Rotze, ey. Du warst doch der abgehauen ist. Oh. Mach doch mal Save Points in diesem Du hast wirklich Nerven. Ja, hab ich. Mein Gott, jetzt mach ich die ganze Wichse zum dritten Mal, Alter. Ey, langsam macht das aber keinen Spaß, ey. Man alles tausendmal machen muss, nur weil man irgendwo gegenfährt, ey. Los jetzt, zack, zack. Ja komm, sterb, ich will nochmal sterben, ey. Ich möchte den ganzen Rotz nochmal machen. Am besten, ich fange vom ganz neu an. Wir können ein ganzes neues Spiel machen. Das ist alles? Dann blüht dir was. Fange ich nochmal von ganz von vorne an. Egal. Mach ich wohl. Los, zeig dich. Ja komm, jetzt fahr weg, Alter. Hey, in dem Wagen sind doch mehr von denen. Los, sonst entwischen sie uns. Okay, komm, du fährst. Boah, jetzt blocken die mich noch, ey. Die Leute. Da kommt wahnsinniger um sich. Verstanden. Ja, trifft der überhaupt, ey? Nein! Los, Vito, wir müssen hier ran. Scheiße, sie haben uns abgehängt. Ach, vergessen wir die Sache. Was zum Teufel soll das? Ich brauche jetzt sowieso was zu tun. Tja, das wäre wohl geklärt, hä? Das bringt mir mein Haus auch nicht zurück. Keine Sorge, das Geschäft floriert. Bald hast du genug Kohle für ein neues. Ah, dein Wort in Gottes Ohr. Also dann, fahren wir nach Haus. Ist doch in Ordnung, wenn ich auf deiner Couch penne, oder? Ich habe sogar noch was Besseres. Hier, nimm diese Schlüssel. Sie gehören zu Martys Wohnung. Ich versuche sie gerade für seine Mutter loszuwerden. So lange kannst du sie benutzen. Boah, wie oft ich das jetzt schon gehört habe. Danke. Hey, brauchst dich nicht zu bedanken. Du bist zu alt, um auf meiner Couch zu schlafen. Außerdem habe ich sie gerade erst bekommen. Und du sollst sie nicht versauen. Martys Wohnung ist in Oysterbay. Fühlst du dich jetzt besser? Nicht wirklich. Was da gerade gelaufen ist, macht noch lange nicht alles wieder gut. Hey, war nur Krempel. Was verbrannt ist, war nur Krempel, Vito. Nur Krempel? Das waren meine Sachen, Joe. Warum glaubst du, mache ich diese ganze Scheiße mit? Um Sachen zu kaufen. Anzüge, Autos, Beute, Häuser. Jetzt darf ich wieder von vorne anfangen. Ich habe mir geschworen, nie wieder arm zu sein. Oder als Hafenratte zu enden, wie mein alter Herr. Ist ja gut, ich verstehe. Keine Sorge, wir lassen uns was einfallen. Du bist in 0,nix wieder auf der Höhe. Bei dir ist das Glas immer halb voll, oder? Den Raffi nicht. Bei dir ist... Bist du farbenblind? Die war rot. Bei dir ist das Glas immer halb voll. Den Joke, Der ist mir tatsächlich zu hoch, Freunde. Hä, ich hab gar nichts gemacht. Ich fahr unter 40? Person, weiß, Handfeuerwaffe. Kannst doch zu nix zu gebrauchen, ey. Pfeifen. So. Okay, man sieht sich, nehme ich an. Bis dann, Kumpel.
Tut mir leid wegen heute Nacht. Hey, raus mit dir! Erstmal die geile Karre nehmen, die geile Schnelle. Aber vorsichtig fahren, Freunde. Ich habe keinen Bock, jetzt den ganzen Rotz nochmal von neu zu machen. Weil wenn wir jetzt sterben, dann müssen wir Joe auch nochmal zurückfahren. Müssen wir alles neu machen. Und mit allem meine ich allem. Fahr doch, du Nutten, so. Vollidiota. Aber irgendwie ist das doch mein Lieblingsauto hier. Dieses Cabriolet mit diesen zwei Lichtern. Ich finde das total geil. Jetzt wie die Bullen wieder verfolgt. Nee, doch nicht. Heute mal nicht. Oh, hier, ja, hier hätten wir abbiegen müssen. Da habe ich verschiedene. Yo, war schon. Ich dachte schon, wir treffen die jetzt, ey. Also sieht geil aus, die Karre. Muss ich ehrlich sagen. So, jetzt müssen wir zum Martins oder Martins oder irgendwie so in Wohnung. Und die ist halt von seiner Mutter. Aber er braucht die gerade nicht. Also ein bisschen was Luxuriöses hatte ich mir schon vorgestellt. Was ist das für eine Absteige, Alter? Was für eine Bruchbude. Jo. Mein Gott, wenn ich wenigstens Geld für ein Hotel hätte. Dieses Bett, Alter. Scheiße, ist das gruselig. Jo, das ist ja wirklich gruselig, ey. Das kannst du dir echt nicht geben, ey. Ach, Marty hieß er, genau, nicht Martini. Wahrscheinlich, Alter. Lag in Schutt und Asche. Naja, Freunde, ihr wisst Bescheid, ne? Ein Kapitel, eine Aufnahme. Es geht ja mittlerweile. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst, falls euch das Video gefallen hat. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Aufnahme wieder dabei seid, wenn es wieder heißt. Hikes und spielt Mafia 2. Bis dahin, macht's gut, Leute, haut rein. Peace.